Ja, hallo. Hardcore Stella hier und damit herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 2 Resurrected. Schwierigkeitsgrade normal. Hardcore. So richtig Hardcore. Der sinnliche Emilio ist auch da und wir sind im ersten Akt. Und warum sind wir im ersten Akt? Das liegt daran, dass wir in dieser Folge etwas Spezielles machen werden. Sozusagen ein Special. Ein Special, und zwar möchte ich euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich habe ja in der letzten Folge, wollte ich oder wollte ich nicht umskillen, war die große Frage. Dann habe ich gesagt, scheiße, nein, ich kann doch nicht umskillen übrigens, weil ich da ja diesen blöden Stab in der Hand habe und es macht irgendwie wenig Sinn. Aber dann auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, ne? Wie das, dieses Hinauszögern, wie mit dem Hammer, denn, wie mit dem Betbruder. Da habe ich auch keinen Bock, ne? Weil ich will es ja nicht. Ich will ja einfach, dass wir das mal ordentlich machen. Klar ist es optimaler, wenn wir da tatsächlich auch das andere Item haben. Aber who cares, ja? Who cares sozusagen, ne? Who? Alles klar, also. Wir machen heute in der Folge so ein kleines Special, wie gesagt. Und zwar natürlich paar Sachen müssen wir nochmal diskutieren. Also einerseits sind es die Skills und wie wir skillen werden zukünftig. Aktuell haben wir so geskillt, Feuerbombe, Feuerwelle und dann eben nochmal Clownbeherrschung auf Temposchub 5. That's it, ne? So, und der nächste Schritt wäre jetzt natürlich so ein Upgrade. Und zwar in die Richtung Blitzschaden, Lightning Damage. Und da gehen wir hier in diesen Strang rein, ne? Bis hinten zum Todeswächter. Das ist so der Sinn. Wir werden aber noch ein paar, sagen wir mal, nützliche Skills mitnehmen, die sich hier befinden. Also wir haben hier Psychohammer, den werden wir nicht so häufig verwenden. Aber hier Schattenmantel ist eine angenehme Sache. Er schafft einen Schatten, der Gegner in der Nähe blendet. Und dann nochmal Gedankenschlag. Ne? Benutzt die Kraft, um eine Gruppe von Gegnern zu betäuben und die Willensschwachen unter ihnen zu bekehren. Sehr schön formuliert. So, okay, das müssen wir machen. Dann habe ich noch, ja, ich habe noch zwei Themen. Und zwar, also nee, machen wir erstmal, nee, wir machen erstmal das andere. Das Thema Nummer zwei. So. Ich schalte jetzt mal auf den Browser, ne? So, jetzt sind wir auf dem Browser, ja, und browsen uns hier schön mal einen rein. Also, Mana Regeneration steht hier. Das habe ich ja mal so angesprochen und das Thema wollte ich einfach nochmal kurz erklären. Also wieder hier Theoriestunde. Hier sehr viel Text und so weiter. Aber die Quintessenz der Mana Regeneration ist in dieser Formel, ne? Ist jetzt, sieht nicht so schön aus. Aber was diese Formel besagt, in der Mana-Regeneration, also tatsächlich wie viele Mana-Punkte wir pro Sekunde bekommen, wie viel sich regeneriert, da spielt das maximale Mana eine Rolle. Na, das ist hier dieser Wert. Und dann die Base Regen Rate Bonus. Das sind dann quasi diese Boni, die man hat durch die Items, ne? Mana-Regeneration 10% oder sowas, ne? Ihr kennt das ja, ne? Wenn man da irgendwie so 20% hat, ja, da freut man sich, dann ist es richtig lustig und so weiter. Oder wenn man Skills hat, wie die Zauberin, da hat man ja Wärme, das bringt ja auch Mana-Regeneration. Oder eben Meditation, glaube ich, auch als Skill. Solche Themen eben nochmal, ne? Und wenn man sich jetzt das anschaut, das ist jetzt hier die große Tabelle, ne? So zur Orientierung. Jetzt schauen wir mal ganz simpel, wenn wir jetzt 100 Mana hätten, aber kein Bonus, dann hätten wir eine Regeneration von 0,8. Würde ja ungefähr, steht ja hier irgendwo, da haben sie irgendwie gesagt, circa 120 Sekunden würde es dauern, dass wir von 0 Mana auf 100 Mana dann kommen mit dieser Regeneration. Jetzt haben wir da irgendwelche Items und haben dann plötzlich 100% mehr Regenerationsbonus. Und was passiert? Wir verdoppeln einfach diesen Wert. Das heißt, statt 120 Sekunden, um voll zu machen, brauchen wir jetzt 60 Sekunden.
Na, einfach nur so zum Verständnis. So, das ist jetzt aber nur der Regenerationsbonus. Was passiert, wenn wir das Mana verdoppeln? Na, wir gehen jetzt quasi von 100 auf 200 Mana. Und dann sehen wir auch, da ist sogar die Regeneration bei 0% Bonus 1,7. Ein bisschen höher. Na, bedeutet ja, es ist nicht verkehrt, maximales Mana zu pushen in diesem Fall, weil das erhöht ja auch direkt die Regenerationsrate. Der Bonus kommt einfach immer oben drauf. Sieht man ja auch in der Formel. Der wird hier einfach multipliziert, kommt einfach on top, ne? Oben drupp. So. Alles klar. Und was heißt das jetzt für uns? Oder was wollen wir oder was will ich mit euch probieren? Und zwar wieder zurück ins Spiel. Da sind wir ja. Ja. Ja, da ist die Fallen Stella, Hardcore Stella. Ich habe euch das mal erspart. Und zwar bin ich ins erste Kapitel gegangen, habe mal Saphire genommen und habe dann, ich mache das mal kurz, habe dann eben Schwarzmoor und Dunkelwald gefarmt nach Edelsteinschreinen. Das habe ich mal auch in einem alten Let's Play gezeigt, wie es funktioniert. Aber grundsätzlich lockt man sich ein. Vor allem, wenn man jetzt im Singleplayer spielt, ist es super einfach. Man weiß immer, wo die Schreine sind. Im Multiplayer hat man das Problem, dass man es eben nicht weiß. Man läuft hier einfach hier vorbei an den Schreinen, die man kennt. Und in diesem Fall war kein Edelsteinschrein vorhanden. Und das macht man einfach jedes Mal. Also wenn man hier mal durchgelaufen ist, dann startet man das Spiel neu und macht das einfach nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und so weiter, bis man tatsächlich dann die Edelsteine abgegradet hat. So, das habe ich natürlich gemacht, um hier mal super tolle, perfekte Saphire zu haben, damit wir das zeigen können und testen können. Also, so, wieder zurück. Da sind die Dinger, ne? Also ihr habt nichts verpasst, es war sehr langweilig. Diese Krone haben wir ja bekommen, noch in der letzten Folge. Und da werde ich jetzt mal diese drei perfekten Saphire reinknallen. So, und dann sehen wir, wir bekommen 38 zu Mana. Bam, ne? Blau. Hat sich schon super, super gefärbt. Und jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir hier, ne, die Fratze, die letzte Fratze, Katans Fratze. Die hat auch 20 zu Mana, was eigentlich cool ist, ne? Das haben wir auch genommen. Sie hat aber auch Kältewiderstand. Das kriegen wir alles hin, ne? Das ist alles so ein Kunstwerk, ne? Sozusagen hier, was ich mir überlegt habe. So ein tolles Kunstwerk wird das sein. Also, jetzt müssen wir ein bisschen rechnen und wieder Theorie machen. Was haben wir da? Wir haben hier 114 zu Mana. 114. So, jetzt gehen wir wieder zurück, ja. Jetzt sind wir wieder im Browser. Wir haben hier, das seht ihr jetzt nicht mehr, aber ich habe ja gesagt, ich habe 140 Mana. Ich habe 140 Mana, also wir befinden uns irgendwo hier zwischen. Was ihr nicht seht, ist, dass ich auch eine Excel habe und in dieser Excel habe ich diese Formel hier hinterlegt und trage da jetzt Mana und eben die Regenerationsrate ein, damit ich das dann direkt berechnen kann. Bei 140 Mana haben wir eine Regenerationsrate von 1,2, also so viel. Wie 100 mit 50 Regenerationsbonus, also so viel haben wir jetzt. Das ist jetzt aktuell unser Wert. Was passiert, wenn wir unseren Helm mit 114, ja, ganz wichtig, 114 Mana draufknallen? Was passiert da? Das ist die große Quizfrage. Da passiert Folgendes. Da hätten wir Mana 134. Achtung, na, wie gesagt, die Fratze gibt uns 20 Mana, also wir müssen minus 20 rechnen und dann plus eben den Helm, was wir jetzt haben. Wir kommen auf 234. Und das sind dann die 120 plus 94. So, 234 Mana bedeutet mit der Formel eine Regeneration von 2. Ne? So eine Regeneration von 2. So. Da hätten wir hier irgendwo 200, wie gesagt, 34 Mana. Und jetzt
Warte mal. Nicht, dass ich das falsch gerechnet habe. Plus... Ja, das ist schon gut. Wie viel, das ist die große Frage, wie viel Regenerationsbonus hier bräuchten wir, um genau diese Regeneration zu bekommen, die wir jetzt durch das Mana erhalten? Also jetzt rechnen wir, jetzt haben wir die 200 irgendwas Mana und wir haben gesagt, wir haben jetzt eine Regeneration von 2. Coole Sache. Sagen wir mal, wir legen den Helm nicht an, wir behalten die Fratze. Dann stellt sich die Frage, wie viel Regenerationsbonus, also hier, ne, Prozent, bräuchten wir durch Items, damit wir genau die gleiche Rate bekommen. Und wenn man das in der Formel hier mal anschaut, bräuchten wir 70% circa, 70%, also irgendwo hier dazwischen, damit wir mit 140 Mana dann tatsächlich auf 2.0 kommen. Interessant, ne? Super interessant. Denn was bedeutet das? Ihr kennt ja das, die ganzen Items, ne? Ihr kennt es ja. Und dann mal auf 70% Regenerationsbonus zu kommen, ja, da braucht man schon eine Weile, ne? Da braucht man einige Items. Also da gibt es nicht ein Item, das es einfach so mal gibt. Wahrscheinlich schon, aber eben in dem Status, wo wir gerade sind, sicher nicht. Das heißt einfach, für uns Mana-Abhängige ist Max-Mana super duper wichtig, ne? So, das ist Nummer 1, ne? Theoriestunde, wie gesagt, das ist heute ein Spezial, ne? So, das haben wir jetzt. Das heißt, maximales Mana ist super, super wichtig. Jetzt schalte ich da nochmal hier diese Ansicht. Dann seht ihr Kältebonus, wenn ich das jetzt wegnehme. Da ist der weg, ne? Wir sind nicht mehr top, aber haben 59. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt 234. So, geile Sache. Aber den behalte ich jetzt einfach mal. Just for fun. Gut. Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt werde ich euch Folgendes zeigen. Diese beiden Items, die werden wir durch das Umskillen dann neu anlegen. Und dieses kleine schöne Items, den Gräber, der hat ja noch 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das habe ich ja mal gezeigt. Das erhöht auch unsere Fallenlegegeschwindigkeit. Und on top hat das Ding auch nochmal Kälte- und Feuerwiderstand. Das heißt, mit dem Ding werden wir dann wieder zurück da bei 75%. Ist eine geile Sache. Auch hier dann noch die ganzen Widerstände. Und was auch noch schön ist, 10% erlittenes Schadens geht auf Mana. Ne? So Survivability sozusagen, Überlebensfähigkeit. Coole Sache. Also das werden wir auf jeden Fall anlegen. Aber das legen wir jetzt noch nicht an, denn wir wollen skillen, umskillen natürlich. Also, wir gehen nicht raus, wir gehen, whoop, so, zur Frau Akara. Wir merken uns 55 hier, 25, 170, glaube eigentlich Geschick, ich glaube Geschick brauchen wir gar nicht, ne? Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wegen der Blockchance, das ist Quatsch. Also, Wertefertigkeiten zurücksetzen. Jetzt mal for real, wir machen's. So. Wieder zurück auf den Browser. Denn ihr seht ja, ich habe ja ein paar Tabs hier schon offen. Ich habe ja in meinem Lieblings-D2-Planer das schon mal vorbereitet. Und so wird das aussehen. Ihr seht hier oben, gehen wir mal auf normal, 39 Level. Wir haben hier die ganzen Quests schon gemacht. Das habe ich nicht ausgefüllt übrigens, ne? Eigentlich, ach, wen interessiert's? Wir werden so die Fertigkeiten verteilen. Weiterhin bleiben wir eben auf Temposchub. Wir bekommen neu diese 3 Skills, ne? Diese Zusatzskills. Und dann gehen wir eben von der Feuerbombe bis eben zum Todeswächter. Und weil wir ja eben 39 Level sind, können wir nicht alles auf 20 Max maxen, ne? Das heißt, wir maximieren hier Lightning Sentry, Death Sentry und den Rest knallen wir hier in Shockweb. Das werden wir machen und das ist jetzt der Plan. So, jetzt gehen wir wieder zurück dahin und klicken auf T, Klauenbeherrschung, Temposchub. Sehr schön. Übrigens wechseln wir die Waffe. Ich will da nicht gestört werden, sozusagen.
Psychohammer, Schattenmantel, Gedankenschlag. Unterfallen haben wir die Feuerbombe, Schocknetz. Ich mache das extra erstmal so. Kombo-Blitzwächter, Blitzwächter und Todeswächter. Jetzt maximieren wir den Blitzwächter, weil der Blitzwächter wird unser Hauptstadens-Skill sein. Also das Ding wird maximiert. Das ist jetzt Max. Mehr können wir nicht. Ne? Das ist der Max, ja, der Maximilian ausgemaxt. Todeswächter auch maximieren. Da sind wir schon auf 10. Und dann bleiben uns nur noch 4 Fertigkeitenpunkte übrig. Und die knallen wir. Wir schauen mal. Was haben wir hier? Blitzwächter. Der profitiert von Schocknetz, Kombo-Blitzwächter, Todeswächter. Also man kann hier eigentlich, ne? Ist ziemlich egal, ob Schocknetz oder Kombo-Blitzwächter. Ja, wen interessiert's? Nehmen wir mal das hier. So, das ist jetzt unsere Skillung. Was wir nicht sehen, ist der Schaden. Hier sehen wir da unten Blitzschaden 1 bis 636, genau. Bei Feuer, das habe ich vergessen nochmal zu zeigen, wir hatten 180 bis irgendwie 200 Schaden mit dem anderen Skill, mit der Feuerwelle. Das heißt, hier der Top-Schaden ist viel höher, dreimal so hoch, aber auch natürlich der Min-Schaden, Minimum-Schaden ist auf 1. Das ist natürlich nicht so toll. Aber jetzt haben wir das, ne? Das müssen wir dann auch, die ganzen Skills müssen wir da regeln und so weiter. Jetzt brauchen wir aber Blatt nicht mehr, denn Blatt macht Feuerfertigkeiten und die verwenden wir nicht mehr. Also Blatt kommt zurück, einfach mal hier so, just for fun. Okay, Schwur und den Gräber nehmen wir. Wir müssen natürlich immer schauen, was wir brauchen. Hier steht Stärke, hier haben wir Geschicklichkeit 25. Also werden wir Geschicklichkeit 25 sicher brauchen. Wir geben hier mal 5 Punkte. Dann können wir schon mal den Gräber anlegen. Dann, ihr seht es hier, benötigt Stärke 55 und so weiter. Ich will auf jeden Fall mal 60 haben. Wir haben hier Grundwert 20. Wir knallen hier mal. Jetzt hätten wir 55. Natürlich haben wir da noch andere Items. Jetzt können wir auch den Schild anlegen. Vitalität. Oder wir machen mal so und knallen dann den Rest hier rein. 170 Vitalität. So, wir haben unser Mana wieder. Leben ist auch super nice. Und wir können alles tragen. Geile Sache. Jetzt gehen wir... Ah, ich habe das ja schon gemacht. Jetzt haben wir ja durch die Items, wie ihr seht, jetzt schon Top-Widerstände. Natürlich im Albtraum haben wir es nicht mehr. Aber hier haben wir es, ne? Das ist schon mal eine geile Sache. Also sind wir reskilled, respect und einfach nur mega geil. Awesome und so weiter. Jetzt wieder zurück auf den Browser. Denn ich habe noch ein drittes Thema. Das dritte Thema sieht vor, dass wir, ich kann das ja mal kurz zeigen, ein Kristallschwert suchen. Und warum suchen wir ein Kristallschwert? Das Kristallschwert kann maximal 6 Sockel haben. Aber, jetzt fragt man sich, wait a minute, 6 Sockel, aber doch nicht jetzt im normalen Modus. Korrekt, jetzt habe ich auch wieder hier unter Max Roll ein bisschen gesucht und geforscht und so weiter. Und das lese ich gleich vor. Dann gibt es hier so eine Liste, die super mühsam zum Filtern ist übrigens. Finde ich, boah, na, ein Graus. Also eigentlich hätte ich hier irgendwie so einen Filter und, ach, aber es ist ein Graus. Das heißt, wir filtern jetzt mal, ihr seht, ich habe das hier unten schon mal gemacht. Kristall, 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 ne, da Kristall Sword, ja, Crystal Sword, haben wir 3, 4, 6. Und das sind dann die maximalen Runen, Sockel, die man bekommen kann. Und was sind die Spalten? Jetzt gehen wir wieder hoch. Und da sehen wir... Komm schon. Da. Item Level 1 bis 25. Item Level 26 bis 40. Item Level 41 plus. Na, das heißt, wir brauchen ein Item, ein Kristallschwert im Item Level 26 bis 40. So. Aber was ist denn eigentlich das Item Level? So, und jetzt wieder hier hoch zum Text. Das Item-Level, das ist, oder das steht hier.
Item-Level wird durch das Monster definiert. Und zwar durch das Level vom Monster. Und das wiederum wird durch das Area, also das Gebietslevel, definiert. So, heißt jetzt, wenn wir irgendwo, hier als Beispiel wird es ja gezeigt, das Q-Level. Im Q-Level haben wir ein Gebietslevel von 28, also A Area Level 28. Das heißt, die Items, die die Kühe droppen, sind mindestens Level 28 und dann eben diese ganzen einzigartigen Bosse, wie zum Beispiel der Kuhkönig oder die anderen, die packen auch nochmal 3 Level oben drauf. Das heißt, wenn der Kuhkönig ein Kristallschwert droppen würde, wäre es Item Level 31. Na, und das würde ja passen, würde man sagen. Ja, stimmt, das würde passen. So, aber jetzt gibt es hier eine kleine Beschränkung. Und zwar steht hier, there are difficulty restrictions for sockets. Das heißt, im Normalschwierigkeitsgrad kann ein vierfach gesockeltes Schwert nicht droppen, auch wenn es das Item-Level hat. Na, das ist einfach die Restriktion. Aber unabhängig davon kann man mit der Quest von Lasuk diese vier Sockel schon im normalen Schwierigkeitsgrad kraften lassen. Könnte man. Wer ist denn eigentlich dieser Typ hier? Makro-Bio-Boy. Geiler Typ. Also, ja genau, das wollte ich sagen. Das heißt, ihr seht es hier, Normal Difficulty, Maximum, Sockets 3, hier 4 und so weiter. Hell Difficulty, eben das Limit. Aber wenn ihr die Quest benutzt oder das Rezept im Cube, na, im Würfel, dann könnt ihr das eigentlich herbeizaubern. Und wir könnten tatsächlich, wenn wir jetzt ein Kristallschwert finden würden, in diesem Item-Level zu Lasuk gehen und das Ding einfach mal craften. Dann hätten wir es. Aber bringt uns das jetzt was? Eher nicht, denn wir haben die Runen nicht. Aber das ist ein Thema, das habe ich jetzt einfach mal mit euch besprechen wollen. Einfach, dass ihr seht, das ist jetzt so der ganze Gedankengang. Jetzt gehen wir wieder mal zurück. Jetzt sind wir wieder da. Können wieder craften. Jetzt schauen wir uns mal diese ganzen Skills an. Also, ich muss jetzt mal gucken. Wir haben Blitzwächter, mache ich auf so. Warte mal, Bombe brauchen wir nicht mehr. Schocknetz-Kombo, Blitzwächter, das brauchen wir nicht. Also das ist hier, die beiden, das sind meine Hauptskills. Dann kommt Schattenmantel, würde ich sagen, auf F5. Und Gedankenschlag mache ich auf F4. Ja, so. F4, Gedankenschlag, F5, müssen wir mal gleich gucken. Gehen wir mal einfach jetzt erstmal kalte Ebene. Wir wollen mal sehen, wie das so aussieht. Wo sind denn hier die Gegner? Keine Gegner aus. Also gehen wir Dunkelwald. Hallo? Nee, das ist Gedankenschlag. Das wollte ich nicht. Nee, das ist Gedankenschlag. So, jetzt aber. Ah, das ist doch mal super, ne? Ihr seht es ja. So würde man das jetzt auf die casten. Das läuft irgendwie nicht. Ah, jetzt läuft's. Und was macht das Ding? Er schafft einen Schatten, der Gegner in der Nähe blendet und so ihre Verteidigung zeitweilig reduziert. Ja, ne? Das ist so einfach mal so ein Survivability-Skill. Aber Gedankenschlag ist interessant, aber da werden wir sie sicher sofort töten. Ja, die sind jetzt viel zu schwach. Aber da haben wir zum Beispiel, benutzt die Kraft eures Geistes, um eine Gruppe von Gegnern zu betäuben. Also wir können betäuben und die Willensschwachen unter ihnen zu bekehren. Das heißt, wir können betäuben und wir können ein Monster bekehren. Und das ist gut, denn wenn wir da irgendwelche Immunen haben oder irgendwie Horden von Monstern, können wir schnell da klicken und versuchen, da jemanden zu bekehren und dann eben zu überleben. So, aber das Ding, ne? Das ist es jetzt. Zieht euch das mal rein. Das ist jetzt die Falle. Und das Ding hier, platziert eine Falle, die eure Gegner mit Blitzen beschießt oder Leichen in der Nähe explodieren lässt. Und das ist genau der Punkt. Das macht Kadaver-Explosionsschaden. Und das ist dann on top auch nochmal ein mega Schaden, ne? Das werden wir dann sehen, das werden wir testen müssen sozusagen. So, wir testen das jetzt einfach mal kurz, würde ich sagen. Denn die Folge ist so langsam durch. Wir können ja mal, ich muss ja auch ein bisschen üben, by the way, ne?
So. Ihr seht, na, im Verhältnis oder im Vergleich zum letzten oder zur letzten Folge ist das, ich brauche nicht mal F1 klicken da mit der Kadaverexplosion. Die machen schon sehr viel Schaden, ne? Die Dinger aktuell. So, ihr seht es, das ist jetzt natürlich unser Weg. Na? So, da ist auch eine Leiche explodiert, das habt ihr gerade gesehen. Ebenso, ne? Ebenso. So läuft das. Und was wir hier auch sehen, eben unsere Mana-Regeneration, die ist jetzt nicht so verkehrt, ne? Ihr seht das, plus 2, plus 2, plus 2 ungefähr, ne? Ein bisschen vielleicht mehr, aber ihr seht, das tickt nach oben. Das ist schön und das ist genau das, was wir eigentlich haben wollten. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, durch. Jetzt gehe ich zum Maler. Die soll mir mal einen Tee brauen, denn meine Stimme kratzt. So, Maler. Guten Tag. Guten Tag, Maler. Also, wir haben alles. Ich denke, wir haben hier alles auch diskutiert. Wir haben auch alles, was wir brauchen. Und mit dieser Einstellung, also nicht Einstellung, meine Einstellung, sondern die Einstellung von der Hardcore Stella, ja, mit dieser Einstellung, mit diesen Fertigkeiten gehen wir dann in der nächsten Folge weiter und machen da richtig, richtig Radau jetzt, ne? Da machen wir richtig Radau. So. Jetzt habe ich genug gesprochen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.